Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 4 Zombies und zwar ein brandneues Tutorial zu einem neuen Easter Egg, das erst vor einer Woche oder vor ein paar Tagen wirklich herausgefunden wurde und zwar wie man auf Blood of the Dead das ultimative Spork Knife bekommt, also so eine Mischung aus dem goldenen Löffel oder Gabüffel oder Göffel, wie man ihn auch nennen will und zusätzlich noch einem Messer, was eben wirklich verdammt stark ist. Es messert die Zombies instant in Runde 30 immer noch und auch in höheren Runden noch. Es messert unter anderem Brutus instant in Runde 20, 30 oder vielleicht sogar auch noch höher. Und es macht auch noch elementaren Schaden, wie zum Beispiel, dass einfach die Zombies vereist werden. Credits geht hier an der Stelle nochmal raus an die No Farms Crew von Glitching Queen, also Glitching Queen, DK Dynamite und auch Absolem. Der hat, glaube ich, den letzten Schritt gelöst. Also die stehen auf jeden Fall alle in der Beschreibung, damit ihr auch wisst, wer das Ganze wirklich gelöst hat. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Tutorial starten, würde ich euch erstmal ein Loadout empfehlen, also so wie ihr eure Perks mitnehmen solltet. Ätherische Klinge ist sehr wichtig, finde ich, bei diesem Tutorial, weil man sehr viele Messerkills machen muss und auch Brutus messern muss. Und Zeitsprung ist auch eins der wichtigsten Perks bei diesem Tutorial, weil es eben die Fallen schnell reißen und auch andere Zeiten eben schneller macht, also dass die Abklingzeit weniger ist und man öfters Fallen aktivieren kann, weil sowas benötigt man auch extrem oft. Ja, und ich würde auch sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Tutorial an, denn ihr müsst auf jeden Fall einige Sachen vorher gemacht haben. Unter anderem benötigt ihr natürlich den normalen Göffel und zum anderen benötigt ihr das geupgradete Tomahawk, also das blaue Tomahawk. Und hierzu habe ich natürlich auch schon ein Video hochgeladen auf meinem Kanal, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Also die beiden Links findet ihr natürlich hier in der Videobeschreibung. So, und wenn ihr jetzt nämlich auch diese beiden Sachen habt, also geupgradeter Löffel, geupgradetes Tomahawk, könnt ihr auch schon mit dem ersten Schritt beginnen. Und das war von vielen falsch gesagt. DK Dynamite hat das Ganze nochmal aufgeklärt für uns. Man muss nicht hierzu Kills mit dem Messer oder mit dem Löffel in diesen Raum mit der Badewanne machen. Also beim Spawnraum gibt es so einen Raum, wo eine Badewanne mit Wasser drin ist oder Blut oder irgendeine Flüssigkeit. Und am Anfang wurde gesagt, dass man dort 100 Messerkills machen muss in diesem Raum. War ziemlich schwierig. Man musste da die Zombies antrainen oder mit Untotenwanderung spielen. Er hat das Ganze für uns jetzt aufgelöst. Man kann diese Kills mit diesem Messer irgendwo auf der Karte machen. Es ist einfach nur wichtig, dass man eben das geupgradete Tomahawk hat und eben diesen Löffel. Und dann kann man einfach irgendwo anders die Kills machen. Diese Messerkills, die müssen auch nicht dauerhaft sein. Ihr könnt auch ab und zu mal mit eurer Waffe schießen. Kein Thema. Das ändert nichts daran, es kommt einfach nur darauf an, dass ihr insgesamt mit diesem Löffel irgendwann die 100 Kills gemacht habt. Und danach könnt ihr jetzt nämlich zu dieser Badewanne hingehen und dann seht ihr auch schon, dass diese sich rot gefärbt hat. Und jetzt könnt ihr eure Aktionstaste dort einmal drücken. Und jetzt solltet ihr auch schon sehen, wie dieser Löffel in diese Badewanne hineingezogen wird. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, denn jetzt benötigt ihr drei verschiedene Steine. Einen lilanen, einen roten und einen grünen Stein. Der grüne Stein, den könnt ihr ziemlich einfach schon finden. Und zwar müsst ihr hierzu in den alten Spawn-Bereich von Mob of the Dead gehen, also in diese Bibliothek. Denn dort befindet sich außerhalb einer Barriere auf dem Boden dieser grüne Stein. Da müsst ihr einfach mal euer Tomahawk hinwerfen. Und dann wird diese auch schon von euch eingesammelt. Für den nächsten Stein da benötigt ihr das Schild mit einer Aufladung, denn ihr müsst jetzt zu den Docks hinuntergehen, da wo ihr in diesem Fischernetz auch ganz am Anfang schon den Löffel geholt habt, müsst ihr jetzt nun dieses Fischernetz wieder aktivieren und zwar mit einer Geisterstrahl- oder Geisterschildaufladung und dann könnt ihr einen Geiststrahlschuss auf dieses Gerät rausschießen und dieser Kran bewegt sich zu euch. Wenn er bei euch ist, müsst ihr einfach mal wieder zu diesem Netz einen Tomahawk werfen und da befindet sich nämlich dann auch der lilane Stein, der wird dann automatisch von euch eingesammelt und zuletzt benötigen wir noch den roten Stein und der befindet sich bei dem Wardens Büro. Das ist ja dieser neue Bereich. Wenn man da hinausgeht, dann befindet sich auf der linken Seite eine Dachrinne und in dieser Dachrinne befindet sich auch der letzte Stein und natürlich müsst ihr da wieder euer Tomahawk hinwerfen. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu einem der schwierigsten Parts und zwar müsst ihr jetzt nämlich Fallenkills machen und zwar mit jeder Falle 100 Kills. Aber bevor ihr die Kills macht, ich werde euch mal zeigen, wie das Ganze am einfachsten geht, denn ihr solltet anfangen am besten mit dieser Häcksler-Falle beim Büro von Brutus, denn die ist am schwierigsten und die solltet ihr am besten anfangen in der niedrigsten Runde. Und zwar müsst ihr als erstes mal zwischen dieser Falle oder in dieser Falle am Boden mit der Aktionstaste diesen lilanen Stein platzieren. Dieser wird dann platziert und danach müsst ihr jetzt nun 100 Kills mit dieser Falle machen. Es ist am besten immer die Zombies erstmal anzutrainen und danach durchzulaufen, weil irgendwie einfach so das Ganze immer zu aktivieren, das bringt euch einfach nur um. Also train die Zombies immer irgendwie an, am besten im Außenbereich
und lauft dann durch die Falle. Dann soll das Ganze auch schon funktioniert haben, denn danach ist dieser Stein eben weg und es ist eine Art diamantener oder ein glänzender Stein oder eine Kugel am Boden. Und diese könnt ihr dann wieder aufnehmen, wenn ihr eben die 100 Kills gemacht habt. Die nächste Falle, die ich euch dann empfehlen würde, die ist die Säurefalle. Die geht eigentlich ziemlich einfach. Da müsst ihr natürlich erstmal am Boden wieder diesen grünen Stein platzieren. Und dann ist einfach wieder dasselbe Prinzip angesagt. Ihr müsst jetzt wieder 100 Kills mit dieser Säurefalle machen. Und danach könnt ihr auch die grüne Kugel aufnehmen. Und die letzte Falle, das ist dann diese neue Falle, diese Schleuder... Sägeblattfalle beim Anfangsraum, und zwar ist das wirklich die einfachste Falle, weil da die Zombies automatisch angelockt werden, wenn ihr diese aktiviert habt. Das heißt, ihr aktiviert die und stellt euch ungefähr an dem Platz, wo ich mich hinstelle, weil dann laufen wirklich alle Zombies in diese Falle hinein, wenn ihr diese aktiviert habt. Wenn auch hier die letzte Kugel dann erschienen ist nach den 100 Kills, dann könnt ihr diese auch wieder aufnehmen. Und zuletzt brauchen wir jetzt noch ein goldenes Nugget, und das befindet sich in dem Tunnel oder in diesem Schnellreiseweg von dem Anfangsraum bzw. zur Cafeteria. Aber ihr müsst aber jetzt nämlich von der Cafeteria zum Anfangsraum reisen und danach schnell sein. Und jetzt, wenn ich nämlich zurückreise von der Cafeteria zu eben dem Anfangsraum, dann müsst ihr euch schnell umdrehen, während das Tor noch offen ist, und an die Stelle dann das Tomahawk werfen. Das Nugget, das fällt dann hinaus, und ihr könnt das Ganze dann auch hier, wie ihr es seht, mit der Aktionstaste aufnehmen. Das, was ihr als nächstes machen müsst, ist so ähnlich wie bei der Magma Gate. Ihr müsst jetzt nämlich zu dieser Presse hingehen, und da müsst ihr einfach mal nochmal eure Aktionstaste drücken, denn jetzt wird euer normales Messer mit diesen Diamantenkugeln auch schon geschmiedet. Jetzt müssen wir das Ganze aber noch zu diesem Löffelmesser upgraden, und zwar müsst ihr jetzt nochmal zu dieser Badewanne hingehen und das Messer nochmal hineingeben. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Aufgabe, die ihr machen müsst, denn nachdem ihr das Messer wieder in diese Badewanne hineingegeben habt, dann erscheint bei diesem Weg zum Catwalk, wo sich auch dieser Wasserturm befunden hat, nämlich ein Messer an einem Schild mit einer Aufschrift, also einer Zellennummer. Und bei dieser Zellennummer müssen wir jetzt einen Brutus messern. Das Ganze geht am einfachsten, wenn ihr eine Schildaufladung übrig habt und dann am Ende einer Runde bei diesem Nummernblock in diesem großen Turm, wenn ihr da einfach 666 eingibt, denn dann erscheint automatisch einmal ein Brutus. Aber es ist wirklich wichtig, dass das Ganze in diesem kleinen Kreis da oben passiert und dass ihr dort diesen Brutus messert in dieser Nähe von diesem Messer, das eben in diesem Schild drin hängt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann fällt dieser Zettel auch nach unten und ihr seid eigentlich auch so gesehen fertig. Auch viele haben gesagt, dass jetzt noch so ein Acid-Gadget kommt, das ist aber auch falsch. Ihr könnt nämlich jetzt wieder zu der Badewanne hinuntergehen und dort, wenn ihr jetzt nochmal eure Aktionstaste drückt, dann könnt ihr auch schon das geupgradete goldene Löffelmesser herausholen, was wirklich verdammt stark ist. Aber wie gesagt, so könnt ihr das Ganze jetzt auch mal selbst ausprobieren. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.